Moin, beziehungsweise guten Abend. Wir haben ja ein Scheißwetter in Deutschland im Moment. Nichtsdestotrotz, heute möchte ich mal die Abtriebswelle neu lagern und wenn ich die gelagert habe, einstellen. Das ist so ungefähr wie beim Diff. Trotzdem ein bisschen anders, aber das werden wir dann sehen. Als erstes Mal habe ich die Lager irgendwo und nirgendwo. So. Hier hatten wir die Ausgangswelle, Abtriebswelle, unserem defekten Lager. Was hat man es hier sieht? Da haben wir diese ekelhaft hässlichen Abdrücke oder Vertiefungen. So, als erstes kontrolliere ich natürlich mal, ob die Lager überhaupt passen. Das wäre natürlich doof, wenn nicht. So, habe ich das eine Lager, das andere Lager und mein Lager oben. Für die Antriebswelle. Tue ich aber wieder weg. Das brauche ich ja jetzt noch nicht. So. Jetzt brauchen wir natürlich wieder unseren Lagersplitter. Jetzt schauen wir mal, ob das gleiche Lager überhaupt sein kann. Ja, würde ich so sagen. Ne? Schönes neues Lager, schön neuer Lagerkäfig, schön neuer Lagerring unten. Warum man darauf achten sollte, dass das gleiche sein kann, muss, ist, weil. Oh, Timken-Lager, das ist auf jeden Fall ein gutes Lager. Das haben wir hier, steht das drauf. Auf jeden Fall SKF, okay, das ist auch ein gutes Lager. Kann man nicht meckern. Beim 2Y-Getriebe, glaube ich, für den 16V, müssten die Lager anders sein. Oder eins davon, ich weiß es nicht. Aber wollen wir mal gucken, ob wir die abkriegen. Ohne, dass wir uns die Welle fetzen. Fühlt sich bis jetzt noch ganz gut an. Die sind natürlich dann kaputt. Bei denen jetzt definitiv, weil man sieht es vielleicht schon. Wir kommen ja erstmal unter den Käfig, deswegen werden die definitiv kaputt gehen. So, was brauchen wir denn? 19er Schlüssel, hä? Ja. Und eine 19er Nuss. Wieder für unseren Splitter. Der Käfig sieht auch irgendwie beschädigt aus. Jetzt wo ich es so sehe, das ist nicht vom Saubermachen. Gut, dass ich die neu mache. Weil die wäre bestimmt noch gelaufen, aber. Wer will das da drauf anlegen? Oh, der Käfig ist jetzt schon so krumm. Das Lager läuft nirgendwo mehr hin. Wow. Noch kommt nichts. Ich glaube, das gibt gleich einmal einen riesen Knall, dann kommt das. Ich hoffe zumindest, dass es kommt. Also scheint ja zu kommen, der Abstand nimmt auch zu. Wenigstens etwas, wenn man schon Todesängste hat. Okay, jetzt höre ich auf und ich glaube, ich liege auf der Welle. Wenn ihr das natürlich übertreibt, dann ist die Welle im Arsch. Das scheint zu gehen. Mein Gott, man muss echt ein Glück haben, um die richtigen Teile zu haben hier. Falls ihr es anders abkriegt, ist natürlich klar, dann macht es halt anders, aber. Okay, jetzt ist ab. Das Lager hat es hinter sich. Ich lege das trotzdem erstmal hier hin. Ich hoffe einfach immer, dass ich die Zähne nicht kaputt mache. Wenn ich mir das so angucke, ist das Zahnrad breiter als das Diff. Das ergibt dann auch einen Sinn, warum die unterliegenden Scheiben unter dem Lager da sind. Sieht aus, als würde es kommen. Man merkt auch, dass der Lagersplitter günstig war. Geht schon leicht jetzt, muss man echt sagen. Es geht jetzt schon so leicht zu drehen. Wenn das bei euch nicht so ist, dann passt aber auf, dass ihr nicht auf die Welle, auf der Welle rumkratzt mit eurem Lagersplitter. Aber das scheint wunderbar zu gehen jetzt.
tue ich den aber umdrehen, nicht um die Zähne kaputt zu machen natürlich. Das kann natürlich schnell passieren. Sondern ich mache den einfach nur hier so gegen, damit ich mit der flachen Seite auf dem Lager unten aufliege. Und dann so, wunderschön. Oh, jetzt noch ein bisschen aufpassen, dass wir die Welle hier nicht verkratzen. Natürlich nicht. Nö, sieht nicht so aus. Die Zähne sind übrigens hier angeschrägt. Das bei allen Zähnen so ist. Wir haben hier eine Phase und hier auch. Wahrscheinlich wegen Lagersplitter. Das ist cool. So, jetzt schauen wir uns das natürlich alles mal genau an. Wenn wir nirgendwo miese Kratzer reingemacht haben. Auch weiter unten, wo die Nadellager hier laufen. Versteht sich. Zähne sehen auch gut aus. Ja, ich würde sagen, ja. Ja. Die Schwierigkeit wird jetzt werden, die Lager da drauf zu bekommen. Da schaue ich jetzt erstmal am Leitfaden, bevor ich irgendeinen Unsinn mache. So, ich habe ein Stück Rohr. Das sollte passen. Das habe ich innen mit dem Handendgrater ein bisschen sauber gemacht. Mal jetzt außen noch ein bisschen sauber. Gut. Das jetzt ein bisschen entgratet und hab das ein bisschen innen mit Schleifpapier, dass es nicht auf der Welle kratzt. So, und das geht natürlich über die Welle und geht genau hier in das Lager rein, damit wir da nicht zu viel kaputt machen. Und ist natürlich nicht lang genug für die Welle, das war ja klar. Ist natürlich nicht lang genug. Mal sehen, ob ich jetzt noch irgendwas habe. Ja, so kriegt man das doch drauf geschlagen. Natürlich müssen wir die Lager wieder erwärmen. Jetzt nehme ich mir ein Edding und schreibe mir hier schon mal einen Pfeil auf das Rohr. So, ein Pfeil auf dem Rohr, damit ich weiß, wie rum. Gut, natürlich ein bisschen sauber machen das Rohr noch. Muss ich noch ein Rohr finden für dieses Lager hier. Wenn das ein bisschen kleiner wäre. Oh, ich habe so Angst, ein Lager zu fetzen. Leckt mich am Arsch. So, hier haben wir wieder unsere Lagerheizplatte. Mit 200 Grad, ist wahrscheinlich ein bisschen übertrieben. Ungefähr 100 Grad auf ca. 100 Grad erwärmen und nachpressen. Also fürs Nachpressen natürlich unser Rohr. Gut, warten wir einen Moment. Gut, ich habe jetzt mal das Lager draufgelegt. Jetzt haben wir ungefähr 130 Grad auf der Platte. Aber ich kann das jetzt filmen gleichzeitig und aufschlagen und wie auch immer. Okay, ich messe euch jetzt mal die Rohre aus. Also, für das Lager, für das große, außen 40, innen 35, Alurohr. So, und das andere ist, also 29,5 geht drüber, wahrscheinlich 30 einfach. Außen, ich sag mal 34. Jetzt könnt ihr auch ein Stück Rohr irgendwo kaufen, wenn ihr es kriegt. Sonst bei eBay gibt es auch immer mal so 20 cm Rohr oder 30 als für ein paar Euro. Kann ja nie schaden. Wie gesagt, man muss immer gucken, dass man auf seine 100 Grad ungefähr kommt und nicht auf seine 180 oder so. Ich denke mal, bei 150 kann man das Lager wegschmeißen. Ja, also Getriebe zusammenbauen ist wirklich allein schon vom Werkzeug, was man benötigt, schon ein Tick komplizierter. Da braucht man ja nicht einfach nur eine andere Nuss mal oder so. Braucht man halt Lagerheizplatte oder Infrarotthermometer oder so. Da hat derjenige, der das kommentiert hatte, schon recht gehabt. Getriebe machen ist schon ein bisschen aufwendiger. Okay, Leute. Ich probiere das jetzt. Weil das Wasser verdampft schnell. Jawohl. Das geht gut drüber. Das geht sehr gut drüber. Das gefällt mir. Eine Presse wäre sowas von gut. Das wisst ihr gar nicht. Oh Mann, wäre das gut. Aber es sieht aus, als legen wir komplett auf. Jetzt werde ich das ein bisschen abkühlen, dass der Lagerring ein bisschen auf der Welle packt. Und dann versuche ich nochmal nachzutippen, aber wirklich nur tippen. Gut, ich warte mal ein paar Minuten und dann machen wir das so. Ich würde sagen, das ist gut. Das lassen wir jetzt erstmal ein bisschen abkühlen, weil ihr könnt euch vorstellen, die Welle nimmt ja jetzt die Wärme auf von dem Lager, was wir gerade erwärmt haben. Wenn wir jetzt gerade das andere Lager drauf machen würden, würde das wahrscheinlich klemmen, im schlimmsten Fall. Wie man sehen kann, das liegt richtig auf. So ein paar Phasen dran, da muss man genauer hingucken, aber es liegt ordentlich richtig auf. Gut,
Jetzt müssen wir das natürlich andersrum einspannen, aber mal schauen, wie wir mit dem Schraubstock hier hinkommen, weil sonst machen wir vielleicht die Welle unten kaputt. Gut, ich würde sagen, das schickt. Alles wieder schön sauber machen. Okay Leute, wir haben keine andere Wahl, als das drauf zu hämmern. Tut mir sehr leid, aber es ist so. Ich denke ja mal, das mit dem 100 Grad erhitzen hat auf der Seite zwar geholfen, aber so richtig, ich weiß nicht. Wird schon ganz drauf sein. Scheiße, dass es nicht so gut ging wie das andere. So ist das Leben, ne? So, jetzt hoffen wir mal, dass wir hier nichts kaputt gemacht haben. Ein Glück ist die Welle so knochenhart. Das sieht aus, als wäre da ein Spalt dazwischen, aber ich konnte jetzt draufkloppen, wie ich wollte. Es ändert sich nichts. Noch ein bisschen sauber geblasen, aber nicht so, dass ich es drehe am besten, weil sonst sind die Kegel schon gerade alle im Eimer. So wie das andere Lager aussah vorher, das hatte schon so Dellen. Glaube ich, das hat einer auch nicht so toll aufgeschlagen. Da hat er auch schon Käfig erwischt. Die Welle ist erstmal fertig. Jetzt müssen wir an den Rest. Das ist ja unser Deckel. Das Gute ist, der Ring steht hier unten ein bisschen raus. Das heißt, einpressen geht leichter. Übrigens, ich weiß nicht, ob man es sieht, wie eingelaufen der Lagerring da ist. Mal gucken, mit was ich das da jetzt rauswuchten kann. Wahrscheinlich hiermit. Ich habe wahrscheinlich wieder nichts Passendes. Nur aufpassen, dass ihr das schön abstützt. Na, könnte sogar kommen. Ja, sieht so aus. Genehm. Oh, kaum zu glauben. Er ist draußen. So, hier sollen jetzt keine Unterlegscheiben drunter sein. Habe ich gehört. Und es ist auch so, wie das aussieht. Ja, hier sind keine U-Scheiben. Das heißt, das Lager können wir sowieso einpressen. No problem. Schön sauber machen wieder. Ey, das ist einfach ein gestanztes Blechteil, gell? Glaubt man nie, dass das alles aushält. Ich glaube, den werde ich jetzt einfach hier mit reindreschen. Ah! So, das muss man irgendwo über die Kante legen, weil da dieser Absatz ist. Machen wir erstmal mit dem Kunststoffhammer. Wie, schon drin? Das ging mir jetzt ein bisschen zu schnell. Unglaublich. Oh doch, sieht so aus. Wir sind drin. Jetzt zum Reinschlagen oder so immer Alu-Teil nehmen. Hier, schönes Alu-Drehteil übrig gebliebsel. Durchmesser, keine Ahnung, ca. 80. Falls jemand was besorgen möchte. Ja, es ist halt echt nervig, dass man fürs Getriebe so Teile braucht. Ich bin auch glücklich, dass bis jetzt alles irgendwie funktioniert hat. Aber wenn man das natürlich professionell machen will, sollte man schon richtig halbwegs passenden Lagertreiber haben. Also wenn ihr Getriebespezialist werden wollt, dann werdet ihr auf jeden Fall arm. Gut, jetzt müssen wir das Lager im Gehäuse rausmachen. So, und um das Lager rauszubekommen, brauchen wir natürlich einen Innenauszieher, der auch wieder Geld kostet. Und jetzt habe ich hier leihweise von einem Bekannten. Und wenn mich nicht alles täuscht, soll man das dann hier irgendwie so aufsetzen. Und brauchst du einen Lagerauszieher. Und den soll man natürlich nicht hier so reinmachen, weil wenn man das mal probiert, rutscht ab. So auch nicht, rutscht ab. Sondern man muss das quasi mit dieser Achse parallel machen. Und dann klemmt das unter dem Ring. Ich muss mir das noch ein bisschen ordentlich anziehen, ist klar. Und das muss auch unter dem Ring klemmen und nicht irgendwo an der Seite. Weil hier ist nur ein kleiner Absatz unten drunter. So, ich ziehe das jetzt einfach nur ein bisschen bei, weil ich will den Lagerring jetzt mit. Den müssen wir öfter rausziehen, beziehungsweise den neuen müssen wir dann nochmal rausziehen. Wollen wir dann nicht kaputt machen. Dann wollen wir das Ganze mal hier aufsetzen. So, ich habe einen 32er Schlüssel. Und mit in der Achse eben meinte ich übrigens, dass es da und da unter das Lager greift. Also auf den beiden Seiten. Okay, ich glaube, das Lager kommt. Ah, ihr müsst das schon ein bisschen strammer anziehen, als ich es am Anfang gemacht habe. Ich wollte das mit dem Zughammer machen. Oh Junge. Gut,
legen wir das erstmal beiseite. Ja, hier sind Unterlegscheiben drunter. Natürlich ist sie auch ein bisschen krumm geworden. So, sonst anscheinend keine Unterlegscheiben mehr drunter. So, das ist eine 1 mm Unterlegscheibe. Ja, jedenfalls der Lagerring. Oh, jetzt sieht man es auch, der hat auch ein bisschen gefressen. Der ist auf jeden Fall auch hin. So, jetzt sind wir schon wieder an dem Punkt angekommen, wo ich etwas nicht habe. Ich habe nicht die Unterlegscheibe, die ich dafür brauche. Das Ding ist, wir sollen eine 0,65 mm Unterlegscheibe dort einlegen, das Lager einpressen und dann wie bei dem Diff auch das Spiel messen. Habe ich aber nicht. Das heißt, ich muss jetzt Unterlegscheiben bestellen. Das heißt, es wird wahrscheinlich wieder Ende der Woche, bis es da ist. So, die U-Scheiben sind innen 41, außen 50. Schreibe ich mir jetzt auf, bestelle U-Scheiben und dann geht es mit dem Video weiter. Okay, dann bis die Tage. Jo, endlich sind meine Einstellscheiben da. Habe ich den genommen von A bis H. Das ist alles von 0,85 bis 1,15 oder so. Und hier haben sie mir auch, warum auch immer, 3 0,65er reingetan. Das habe ich genug von. Die 0,65er brauchen wir ja zum Einstellen. Dann machen wir das jetzt endlich mal. So, natürlich muss man jetzt die Auflagefläche, wo der Ring später drauf liegt, beziehungsweise das Lager mit dem Ring, ein bisschen mal sauber machen, ne? Weil wenn wir da Krümmel drin haben, messen wir die natürlich mit, das wäre fatal. 0,65er Scheibe, ja, sollte eine sein. Legen die hier rein, genau. Dann unser neues Lager. Extra nochmal schauen, dass es auch unser neues Lager ist. Und ein bisschen sauber wischen. Gut, mal schauen, ob ich irgendein Messingteil oder so zum Reinkloppen habe. Wunderbar hier. So, brauche ich trotzdem was hier zum Draufliegen. Und mal schauen, dass wir gleichmäßig da drin sind. Hat echt Kacke mit den Kegelrollenlagern. Die Lagertreiber da ein bisschen zu führen, weil da macht man ja sonst innen gerade einen Kratzer rein. Oh, die Unterlegscheibe kann ich nicht mehr bewegen. So, das Lager lassen wir jetzt auch erstmal ein bisschen trocken. Machen unser oberes mal ein bisschen sauber. Unter anderem die Auflageflächen. Dann brauchen wir unsere Ausgangswelle. So, ich habe gerade mal geschaut. Hier ist unsere Welle. Hier habe ich nochmal ein bisschen abgepustet. Ich habe gerade nochmal geschaut. Da steht 40 Newtonmeter. Ja, da schon rum. 40 Newtonmeter und das sind 12 9er Schrauben. Kein Wunder, dass 40 Newtonmeter. Das stimmt also wahrscheinlich. Gott. Das ist schon ein bisschen was, 40 Newtonmeter. Das Problem ist jetzt, wo fangen wir an zu messen? Wo setzen wir an? So, ich habe das jetzt auf 3 verschiedene Arten gemessen. Die zweite mit der seitlichen Messuhr hat ja gar nichts Tolles angezeigt. Dann hat sich die Welle halt zur Seite gekippt. Die erste Messung habe ich mit der Messuhr mit einer Verlängerung und meinem Ding für die Hydrostößel, ne? Kennt ihr? Diesen Taster. Habe ich hier unten gemessen. Dürfte ja auch gehen. Nichtsdestotrotz, ich hatte 0,05, also 500stel Spiel. Und jetzt habe ich hier im Rohr meine lange Gewindestange, gut, dass ich die nicht gekürzt habe, vom Abzieher, den ich mir gebaut habe. Und dieses Flacheis wieder drauf, richtig ordentlich angezogen. Habe hier ein Magnet drauf gemacht. Okay, das ist jetzt mit Kunststoffunterlage. Ich habe aber keinen kompletten Metallmagnet hier. Sollte aber eigentlich egal sein. Ist vielleicht sogar ganz gut so. Und jetzt sind wir ungefähr bei 15, 20. Okay, sagen wir mal, das waren jetzt, ohne die Welle runterzudrücken, sind das vielleicht 300stel, ne? Und ich hatte eine 0,9er Scheibe drin, das hat sich ergeben aus dem 500stel. Aber die Welle lässt sich so scheiße schwer drehen. Ich muss mal gucken, wie ich das im Video zusammenschneide, werdet ihr aber dann sehen. Das brauchte so viel Kraft, um die Welle zu drehen, dass ich gedacht habe, das kann nicht sein. Es ging schon echt knirschend schwer. So, wenn ich das jetzt mal so, wenn ich da mal davon ausgehe, sind 300stel. Was ist, wenn ich dann abrunde und sage, ich nehme 0,85er Unterlegscheibe. Ich glaube, es wird auch darauf hinauslaufen. Weil wenn ich jetzt wieder eine 0,9er reinmache, geht das wieder so schwer. Weil das Spiel hatte ich am Anfang auch.
Offensichtlich darf man die Welle nicht runterdrücken und man muss wohl von hier oben messen. Das soll jetzt schon mal so dahingesagt sein, dass ihr nicht den Fehler macht und das versucht woanders zu messen. Es wird wohl so sein müssen. Und am besten natürlich die Lage oder die Welle nicht drehen. Steht ja aber alles normal im Leitfaden drin. Man soll die Welle nicht drehen, damit die Lager sich nicht setzen. So, wenn ich jetzt ohne Kraft, dann sind das vielleicht 2,5 Hundertstel. Das heißt für mich, klipp und klar, eine 0,85er Scheibe. Was 5 Hundertstel wohl ausmachen, ne? Aber wir werden sehen. Ich mache das jetzt einfach. Ich möchte das heute einfach fertig haben. Hier, das ist mein Stahl, womit ich auch das Difflager gemessen habe. Einfach die lange Gewindestange. Ich lasse das jetzt mal hier liegen, weil wer weiß. Ja, aber wenn das wirklich so ist, dass das nur 2 Hundertstel Spiel sind, dann kann ich ja nicht die dickere Scheibe nehmen. Also rundet wohl ab. Ist natürlich jetzt ohne dieses Messgerät schwer zu sagen. Und um die zu messen, bräuchte man sogar hier für die Welle noch einen Aufsatz. Extra VW Spezialwerkzeug, was über die Welle geht. Das ist natürlich lustig, weil, ja, ich denke mal, da geht auch irgendeine Nuss drüber zum Messen. So, Baby. So, 0,65er weg. 0,85er Scheibe. Okay, rechnen wir jetzt einfach nochmal aus. 0,65. Die Scheibe hatten wir jetzt drin. Also müssen wir das nehmen. Plus 2 Hundertstel. Ich rechne es jetzt trotzdem, auch wenn ich keine plus 2 brauche. Plus 0,2 sind 0,87. Also nehmen wir mal eine 0,85er Scheibe. Ja, das ist so eine 0,85er Scheibe. Dann nehmen wir die. Gut. Lagerring wieder mal sauber machen. Okay, das geht auch schwer. So, ich habe jetzt einfach hier meinen Aale-Handschuh. Ich habe eine 19er lange Nuss drauf gesteckt. Sechskantnuss. Und keine Ahnung. Laut Anleitung 50 bis 150 Newton Zentimeter. Kann ich eh nicht messen. Kann ich die nicht messen. Aber 5 sind es auf jeden Fall nicht. Das kommt einem vielleicht einfach nur so viel vor. Das wären unter 5. Es kommt einem wahrscheinlich einfach nur viel vor. Ja, ich bräuchte mal so ein Ding. Ich glaube, bevor wir hier weitermachen, werde ich mir das auch besorgen. So. Ich habe dieses Gerät geliehen bekommen. Es ist quasi Drehmomentlehre. Oder wie man es nennen möchte. Dann wollen wir das mal hier anhängen. Au. Sind wir ungefähr bei 5. Ah, übrigens, ablesen tun wir das während dem Drehen. Nicht im Stillstand oder beim Anlaufen. Weil beim Anlaufen kann das teilweise höher sein. Aber gut, das geht ja jetzt. Ah, zwischen 4 und 5 sind wir. Jetzt habe ich hier einen Umrechner. 5, das ist hier in Zentimeter Kilopond. Zentimeter Kilopond, 4,903 Newtonmeter. Und wir müssen haben von 50 bis 150 Newton Zentimeter, also 0,5 bis 1,5 Newtonmeter. Das andere ging so viel schwerer, dass ich sagen würde, ich lasse das so. Gebrauchte Lager muss mindestens 30 Newton Zentimeter haben. 30 Newton Zentimeter, also 0,3. Ich kenne jetzt nicht die Genauigkeit dieses Geräts hier. Wenn man schneller dreht, kann man auch über 5. Das kann man übrigens auch rumdrehen. Dann kann man damit auch links rum messen. Okay, da kommen wir auf jeden Fall über 5. Ist nicht das Genaueste, ist auch schon ein bisschen älter, wie man sieht. Das ist ja noch so aus dem Gipskrieg. Aber es scheint ja zu funktionieren. Cool. Ich sag mal, das ist dann erstmal in Ordnung. Ist auch gut, dass ich die Lage neu gemacht habe, so wenn ich das so in Erinnerung habe. Haben die sich vorher mies scheiße leicht gedreht. Kann ich das Video jetzt endlich auch nach Tagen mal beenden. So Leute, jetzt erstmal um das Diff zu messen. Müssen wir das ja erstmal festmachen. Und ich habe keine Ahnung, wie ich es sonst festmachen soll, ohne was kaputt zu kriegen. So, wir wollen das ja wahrscheinlich nach rechts drehen. So,
drehe ich mir hier innen den Lappen rein. So, mache unser Lager hier innen wieder sauber. Das muss ich unbedingt alles nochmal auswischen, waschen, wuschen. Das Lager wieder einölen. Unsere Dichtung brauchen wir wieder. Wo habe ich die? So. So, die andere Lagerseite natürlich auch einölen, ist ja gut klar. Jetzt wollen wir wieder 5 Schrauben nehmen. Saubere, wenn es geht. Wieder 25 Newtonmeter, wie beim letzten Mal auch. Jetzt nehmen wir eine M10er Schraube, 17er Nuss. Am besten mit einer Verlängerung, dass wir oben drüber kommen. Okay, das muss man ein bisschen mit anschieben. Ich versuche das so wenig wie möglich zu beeinflussen. Okay, da haben wir auch 5. Ja. Was sagt denn unser Leitfaden? Okay, wir haben gebrauchte Lager. Im Leitfaden steht, bei neuen Lagern brauchen wir 120 bis 350 Newton-Zentimeter. Das sind ungefähr 12 bis 35 Kilopond ungefähr. Und bei gelaufenen Kegelrollenlagern, wie ich sie habe, mindestens 30 Newton-Zentimeter. Und wir haben 50. Das ist gut. Das ist sehr gut. Okay, Leute. So ein Teil hier werdet ihr wahrscheinlich nur mit Glück bekommen. Es gibt aber so Drehmomentaufsätze. Ich muss gucken, ob ich Internet habe. Es gibt so welche. Könnt ihr bei eBay oder ähnliches gucken. Kostet ungefähr zwischen 50 und 100 Euro. Teilweise erst ab 1,5 Newtonmeter. Falls ihr das messen wollt. Ansonsten müsst ihr halt wirklich schauen, ob ihr euch irgendwo was leihen könnt. Weil das ist schon teuer alles immer. Aber ich würde sagen, es hat sich gelohnt. Weil ich war mir jetzt so unsicher. Bei der Welle zumindest. Dass ich gesagt hätte, oh, das baue ich so nicht zusammen, ne? Weil weiß man ja auch nicht. Nachher baust du es zusammen und dann fängt das an zu heulen und dann fährst du 300 Kilometer und dann fliegt dir irgendwas um die Ohren. Also ich würde es auf jeden Fall jedem empfehlen, das doch zu messen. Auch wenn wir es jetzt richtig eingestellt haben mit den Scheiben und es hat gepasst. Dann baue ich jetzt wieder alles auseinander und mache alles nochmal sauber. Und dann kann ich ja anfangen mit dem Montieren, würde ich sagen. Und dann schauen wir beim nächsten Video mal weiter. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Let's go.